Das ist der Aperture VS3. Das ist ein 7 Zoll Monitor, 7 Zoll ungefähr 17,8 cm TFT LCD Field Monitor mit Peaking Funktion, False Color Anzeige, Zebra Effekt und so weiter und so weiter. Der ist also für alles das gedacht, was filmen kann. DSLR, Systemkameras und Videokameras. Sie benötigen allerdings halt eben noch das passende, richtige HDMI-Kabel. Das ist nicht im Lieferumfang enthalten. Habe ich natürlich schon besorgt, um halt den Monitor auch einfach hier an der Kamera dann mal anschließen zu können. Zum Lieferumfang gehören also diverse Sachen, angefangen von einem sehr nützlichen kleinen Ding namens Reinigungstuch für die Oberfläche. Dann haben wir hier so einen Sonnenschutz, den man also einfach drumherum machen kann. Werde ich auch mal nachher kurz befestigen, damit Sie sehen können, wie groß der Radius ist, was hier abgeschattet wird. Funktioniert sehr gut. Dann haben wir ganz wichtig hier einen kleinen Kugelkopf, einen kleinen Kugelneiger, den man also hier mit der Rückseite auf einer Kamera anbringen kann mit einem Blitzschuh. In der Regel haben das eigentlich alle Kameras. Oben drauf kommt da der Monitor und diesen Kugelkopf kann man natürlich halt eben hier, diesen kleinen Kugelkopf wie einen großen bedienen. Ne? Sogar hier mit der 90-Grad-Funktion auf die Seite hier einfach dann fürs Hochformat. Beim Videofilm eigentlich nicht so wahnsinnig gut, aber mit dem Monitor, wie gesagt, wenn man dann die Kamera zum Beispiel noch in einem Rig befestigt hat und dann das Ganze ein bisschen verstellen möchte, weil da noch andere Sachen dran sind, ne? Ton, Licht und so weiter, dann ist so eine, ja, so ein gelenkgealterner Kugelkopf dann eigentlich schon mal eine ganz gute Sache. Der Monitor kann von der Software, die praktisch da drauf ist, das Betriebssystem, wenn man so möchte, kann also abgedatet werden. Das Kabel ist dabei mit einem Micro-USB-Anschluss. Hier auf der Rückseite dann eine Schnittstelle für USB, um das Ganze mit dem Rechner zu verbinden. Und der würde dann jetzt hier einfach in den Eingang, der sich hier an der Seite befindet, dann auch befestigt werden. Dann kann man halt eben dann sein Update drauf spielen, wenn es dann eins gibt. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, der Hersteller hat also da schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt und gesagt, naja, kann ja sein, dass wir da vielleicht mal ein bisschen was anderes machen, verbessern und so weiter, dann können Sie das hier also auf jeden Fall mit diesem Monitor dann schon mal machen und haben dann nicht das älteste, letzte Gerät am Stand, ne? So diese iPhone-Android-Geschichte, aber gut, bevor wir den Grabenkrieg eröffnen, ja, machen wir einfach mal hier ein paar Testbilder und zeigen Ihnen einfach dann so den Monitor mal so ein bisschen im Detail. Sinn und Zweck dieses kleinen Videofilms ist es eigentlich, Ihnen hier so ein bisschen die Navigation im Video mal so ein bisschen hier schmackhaft zu machen. Also sprich, den Monitor werde ich jetzt hier mit Strom versorgen und dann werde ich einfach mit Ihnen diesen Monitor mal hier so vom Ganzen vom Einführen her einfach mal so erklären. Sie sehen, also ist nicht an der Kamera angeschlossen. Da wird dann auch gleich irgendwann erscheinen, dass also kein Signal hat. No Signal, logischerweise. Mir geht es im Prinzip eigentlich jetzt darum, dass Sie einfach nur verstehen, wenn man so will, wie einfach die Navigation durch diese ganzen, ja, durch diese ganzen Funktionen, durch das Menü halt eben so vonstatten geht. Wir haben hier unten auf diesem Panel, unten auf dieser Kommandozentrale einen Knopf. Der ist hier von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite und da auf der rechten Seite, spiegelverkehrt. Dass wir hier also dann den Monitor mit diesem Knopf einfach anmachen können. Wenn der Monitor aus ist, ist er so ein bisschen rot illuminiert und wenn ich da drauf drücke und der geht an, dann sehen Sie, dann ist der schon mal grün. Dann haben wir hier einmal die AV-Taste, um dementsprechend dann auch halt eben, wenn der Monitor gestartet ist, natürlich auch, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell, dann können wir hier mit dieser Taste logischerweise dann oben einfach den Modus auswählen, wie wir das Ganze bedienen möchten. Also hier HDMI ist natürlich dann die erste Wahl. Das würde dann jetzt hier über diese Taste passieren und dann haben Sie hier oben auch diese Anzeige und können dann hier, und kommen wir zum letzten Schaltkreis, der sich hier befindet, also mit einer Taste in der Mitte, das Menü. Wenn Sie diesen Knopf mit dem M, was sich in der Mitte befindet, einfach drücken, ein bisschen länger gedrückt halten, dann bekommen Sie hier das Menü. Ja, jetzt wird es im Prinzip spannend. Also die ganzen Funktionen, die dieser Monitor mitbringt, die sind also hier im Produkttext auf der Seite, wo Sie sich gerade befinden, halt bestens erklärt. Und mir geht es darum, dass man die Navigation in diesem Menü etwas versteht. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht. Also Sie sehen auch, das verschwindet dann irgendwann, wenn es nicht bedient wird. Mit dieser Wippe kann man also hier dann einfach hin und her navigieren und mit rechts und links kann man dann Sachen auswählen und dann praktisch aktivieren und deaktivieren. Da steht dann immer off, off oder on, je nachdem, was da halt eben ist. Oder halt eben auch die Kantenanhebung, die ich in verschiedenen Farben einstellen kann, dementsprechend dann in der Farbe, die man auswählen kann, ne? Red, Blue, Green und so weiter. Und dann kann man unten, wenn man unten angekommen ist, ist auf der rechten Seite, also ich bezeichne das hier, was sich hier befindet, auf der linken Seite dann immer als Hauptmenü. Da sind also die Punkte drauf, zum Beispiel jetzt die Markierungsfunktion, und wenn ich die auswähle, geht auf der rechten Seite das zweite Menü auf und dann sind hier also die ganzen Markierungsfunktionen. So. Jetzt gehe ich hier mal eben hin und habe also dann hier jetzt monochrom ausgewählt. Ich muss das mal ab und zu umdrehen, damit ich, weil ich über Kopf gucken kann, kann ich nicht gut. Ne? Dann kann ich die ganzen Sachen hier besser einfach so für Sie dann einfach erklären. Also noch einmal, monochrom haben wir hier ausgewählt. Dann können Sie grau auswählen, rot,
ne, grün und so weiter und so weiter. Ich glaube, grün kann man auch besser erkennen. Lassen wir es mal kurz auf grün. Also wie gesagt, Sie können es auch wieder in schwarz-weiß einstellen, kein Problem. Und mit der Taste hier würde ich dann jetzt auf den nächsten Punkt springen, wenn man das sehen kann. So vielleicht ein bisschen besser. Ja, es ist natürlich jetzt schwarz hinterlegt. Im schwarzen Hintergrund macht nicht wahnsinnig viel Sinn, aber das wäre dann halt eben so die Bedienfunktionsweise. Und damit Sie wieder zurückkommen, wenn Sie halt eben jetzt zum Beispiel die Farbeinstellungen hinter sich gelassen haben und möchten jetzt halt eben hier noch eine der anderen Hauptfunktionen auswählen, dann können Sie auf jeder Seite, auf der rechten Seite, Kontextmenü nicht einfach jetzt mal so unten immer auf Return gehen und da das Ganze auswählen und dann springen Sie automatisch hier wieder auf den ersten Punkt vom Hauptmenü zurück und da würden Sie halt eben jetzt dann das nächste auswählen, Bild. Dann haben wir hier zum Beispiel jetzt Shortcuts, andere Einstellungen und wenn Sie dann halt eben rübergehen wollen, dann können Sie einfach rübergehen und dann die anderen Einstellungen einfach vornehmen. Das so zur Bedienungs-, zum Hinweis hier, beziehungsweise als Erklärung, wie das Menü funktioniert. Zusammenfassend, einfach gesagt, ein- und ausschalten, das im Prinzip machen Sie ja nur einmal, wählen Sie den HDMI-Modus aus, also den AV-Kanal und dann haben wir hier auf der rechten Seite dann praktisch die, ja, die Hauptschaltzentrale mit dem Cursor in der Mitte, wenn man so will, und dann halt eben mit der Wippe drumherum, um sich dann die ganzen Sachen hier auszuwählen. Das Ganze wird aktiviert, indem man einfach dann im normalen Betriebszustand auf M drückt, dann hat man hier das Menü. Für die Leute, die sich gerade erst zugeschaltet haben, das kann ich also farblich noch anders einstellen, wenn ich das möchte. Ich habe es ja jetzt genommen, weil ich es ein bisschen besser sehen kann. Dann wählen Sie hier einfach Ihre Punkte aus, die Sie auswählen möchten, bestätigen das Ganze dann hier mit rechts und links und wenn Sie wieder zurück wollen, einfach immer daran denken, dass Sie auf dem Menü auf der rechten Seite dann immer unten auf Return gehen und in dem Augenblick, wo Sie das aktiviert haben, springen Sie wieder zurück in die Hauptfunktionseinstellung. Ich hoffe, das war einigermaßen klar. Das war auf jeden Fall das, was mir eigentlich wichtig war, das so rüberzubringen, weil das ist ja auch das, womit Sie dann praktisch immer arbeiten müssen. Jetzt müssen Sie halt eben entscheiden, ja, das kann ich mit leben. Also ich finde die Menüführung eigentlich so ganz gelungen. Es ist halt eben nicht so wahnsinnig viel, was man da so beachten muss. Man weiß einfach hier, Hauptmenü auswählen, mit der Wippe einfach irgendetwas anderes auswählen, verändern, aktivieren und dann zack, irgendwann unten dann wieder zurück, logischerweise auch. Und dann kann ich einfach dann meine Sachen machen, die ich machen will. Weil das Problem ist natürlich auch, wenn Sie halt eben dann auch etwas filmen, dann müssen Sie ja zum Beispiel halt je nachdem, was Sie da filmen möchten und welche Hilfsfunktion Sie an dem Monitor einfach auswählen, dann nicht erst kurz überlegen, oh Gott, wie war das jetzt nochmal, ne? 5 Knöpfe drücken und dann 1000 Untermenüs irgendwie aktivieren. Hier ist es sehr einfach gelöst, dass Sie zum Beispiel hingehen können und sagen können, jetzt brauche ich einen Zebra-Effekt. Ich muss also jetzt genau gucken, wo ist überbelichtet, unterbelichtet, wie auch immer. Dann kann ich hier einfach mit diesem Knopfdruck und mit dieser Wippe einfach hier diesen Effekt dann aussuchen. Es sind ja auch nicht so wahnsinnig 85.000 viele Funktionen, die man hier auswählen kann und kann dann da einfach jetzt zum Beispiel die False Color auswählen oder ja, Peaking zum Beispiel auch einfach. Und natürlich auch dementsprechend wieder genauso einfach dann irgendwie deaktivieren, wenn ich es dann halt eben nicht brauche und wenn es halt eben störend ist. Das finde ich halt eben hier an diesem Monitor sehr gut gelöst. Ja, und jetzt baue ich den noch einmal kurz hier auf die Kamera, damit Sie auch sehen können, so vom Größenverhältnis, wie das Ganze denn so aussieht. Das ist also jetzt hier der Monitor auf der 5D Mark III. Ich habe das schon mal so vorbereitet, weil ich Ihnen das gleich nochmal in die Kamera, in die Videokamera zeigen möchte, um Ihnen zu zeigen, was wir für Funktionen haben. Normalerweise befindet sich der Filmer ja hinter der Kamera und der Monitor müsste umgedreht werden. Und machen wir doch einfach mal, ne? Warum eigentlich nicht? Ist ja alles ganz einfach hier mit dem Kugelkopf, den ich jetzt hier oben schon drauf gemacht habe. So drehen wir das Ganze um. Das heißt, so sieht man sie dann praktisch, wenn man den Monitor hier oben drauf hat. Ich werde jetzt mal die Kamera aktivieren. Und dann gucken wir uns doch mal so ein bisschen an, was da noch für Zusatzinformationen auf dem Monitor eingespiegelt werden, wenn also hier die Kamera mit dem Monitor verbunden ist. So, jetzt stehe ich dann mal hier hinter der Kamera, beziehungsweise direkt vor Ihnen, was Sie nicht sehen können. Einfach, damit ich jetzt auch mal hier besser sehen kann, was ich hier auf dem Monitor dann so anstelle. Also, wenn das jetzt gerade einen komischen Sound geben sollte hier, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber das kann ich halt eben besser dann nicht darstellen. So, ne, vor der Kamera, hier meine Hand. Jetzt wählen wir zum Beispiel einfach, gehen wir hier ins Menü und gehen jetzt auf die Markierfunktion. Und was machen wir denn mal hier zum Beispiel? Wir können jetzt hier mal hingehen und sagen, Hilfsfunktionen, gehen wir doch einfach mal in die Zebra-Funktion. Jawohl, die wählen wir jetzt einfach mal aus. Hier rübergehen, dann noch einfach anzeigen lassen, wie man das halt eben möchte. So, und dann gehen wir wieder zurück. Auf Beenden, auswählen und wir sehen jetzt hier auf dem Monitor wunderbar
die Bereiche angezeigt, wie natürlich jetzt hier die nahtlos überbelichtet sind, mit dem meisten Hintergrund, wie auch immer. Und das ist halt eben dann das, was Ihnen hier angezeigt wird. Der Zweck der Demonstration jetzt ist halt eben der, dass ich Ihnen einfach zeige, wie der Live-View der Kamera hier immer ausgeht. Das ist natürlich der Vorführeffekt, aber da kann man halt nicht beeinflussen. So. Und zwar, dass ich Ihnen zeige, wie einfach das Menü zu bedienen ist. Ne? Hier einfach rein. Jetzt möchte ich diesen Effekt dann wieder deaktivieren. Gehe auf Zebra. Off. Das war's. Drücke wieder unten hier. Gehe auf Return. Bin im Hauptmenü. Beenden und bin dann wieder hier im richtigen Bild drin. Also Sie sehen das Bild, was Sie jetzt nicht so wahnsinnig gut sehen können, wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt gar nicht, weil es abgefilmt ist, aber das ist ein sehr brillantes, ein sehr scharfes Bild, ein sehr toller Monitor, und Sie sehen aber auch halt, was ich gerade gezeigt habe, wie einfach man ins Menü hereingehen kann, um halt eben dann sich die eine oder andere Hilfsfunktion einfach hier hochzuholen. Zum Abschluss dann hier, hatte ich Ihnen ja anfangs versprochen, nochmal die Sonnenlichtblende hier in Aktion, die ich befestigt habe, die ist dabei, im Lieferumfang enthalten, ist natürlich jetzt halt eben auch immer eine Sache, ob man sowas braucht oder nicht. Fakt ist, sie ist dabei, man kann sie benutzen, sie macht auch genau das, was sie machen soll, dass sie halt eben auch ein bisschen hier, wenn man draußen filmt mit dem Sonnenlicht, halt eben dann doch ein bisschen besseren Blick hat auf die Oberfläche von dem Monitor. Und die ist halt eben auch ja vom Lieferumfang bzw. vom Packmaß halt eben einfach zusammenklappbar und wird einfach hier mit Gummibändern befestigt, mit einem Klettverschluss, der hier unten lang läuft. Der Monitor selbst hat sogar oben auf der Oberseite hier rechts und links so eine ganz leichte Einkerbung im Gehäuse, damit also diese Gummiriemen auch dann genau da reinpassen und ein bisschen fixiert sind. So. Was ich Ihnen hier gezeigt habe, das war also der Aputure, der VS3 mit 7 Zoll TFT LCD Field Monitor mit Peking, Kreuzcolor, Zebra und so weiter und so weiter. Und ja, ein Hinweis habe ich noch am Schluss. Natürlich gibt es auch hier dann Akkus, die man verwenden kann, die separat erhältlich sind. Das heißt also, man muss diesen Monitor nicht jetzt ständig dann immer irgendwie am Netz lassen, also am Steckdose lassen, meine ich. Das Ganze geht also auch im Akkubetrieb. Aber wie gesagt, die sind halt eben separat erhältlich. Worauf ich noch hinweisen möchte, das ist also diese Funktion mit dieser Umschaltung des Monitors auf die Output-Auflösung der Canon EOS 5D Mark III. Da haben wir also hier eine Funktion, das nennt sich Camera Mode, und diese Funktion ist also speziell für die Canon 5D Mark II und die Canon-Kameras der gleichen Bauart gedacht. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man hier also auf einer Output-Auflösung im Aufnahmemodus umschalten kann. Und dadurch wird also die ganze Display-Ansicht der Kamera auf dem Monitor, also fast formatfüllend, angezeigt. Und diese Funktion verhindert außerdem diese kurzzeitigen Monitoraussetzer, die wir hier haben beim Start von Monitor bzw. beim Start von Videoaufnahmen. Das mal so als Hinweis. Ganz nette Geschichte. Ja. Das war's, und ich hoffe, ich habe Ihnen das jetzt hier einigermaßen gut erklären können. Das ist ein tolles Gerät, logischerweise. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Ihnen das jetzt hier einfach so gezeigt habe und Ihnen das anbieten möchte. Ich finde es wirklich klasse. Einzige negative Kritikpunkt vielleicht ist der, dass man das Kabel halt eben nochmal separat erwerben muss, also das HDMI-Kabel. Aber auf der anderen Seite, der Hersteller hier von dem Monitor, ne, der müsste dann ja im Prinzip halt eben für die ganzen verschiedenen Systeme dann also jeweils immer ein Kabel beilegen. Wahrscheinlich würde dann so ein Monitor irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro kosten oder so. Deswegen nochmal der Hinweis, dass HDMI-Kabel, also die Verbindung von Ihrer Kamera direkt halt eben dann mit dem Monitor, das müssen Sie separat dann erwerben für Ihre DSLR-Systemkamera oder spezielle Videokamera.